Wiese, wie sie mit Wasserkreuz gerade kam. Es sticht nahezu als Rechteck heraus im Vergleich zur Anfläche, angrenzenden Wiese, wo im unteren Teil des Kreuzgrades ist, sieht man hier das Kreuzgrad auf dieser leicht höheren Lage. Fast also intensiv wüchsig. Auch wiederum dort, wo sehr niedriger Futterwuchs nur zu sehen ist, wie hier mit Spitzwegerich, Goldhafer, Rotschwingel. Neben Frauenmantel. Hier also am Mitte August, 20. 23. August, also wo am ersten oder zweiten Nachwuchs, also eher nach dem zweiten Nachwuchs. Und hier geht es plötzlich über das Wasserkreuzgrat zum Herbstlöwenzahn. Also fast von der Farbe, gelben Farbe, überhaupt nicht zu unterscheiden. Und hier sind diese beiden Arten sogar direkt nebeneinander. Der Herbstlöwenzahn und da das Wasserkreuzgrat. Auch hier Herbstlöwenzahn. Da, das Wasserkreuz gerade. Da vermengt in diesem Teil ganz niedrigwüchsiges Kreuzgrad mit den Rosetten bereits fürs nächste Jahr. Diese typischen Rosetten. Gleichzeitig auch als Schlangenknöterich. Und hier wieder fast reines Kreuzgrat, nur wenig Herbstlöwenzahn dazwischen. Hier eine Zeile mit einem kleinen Graben, offensichtlich, und das Kreuzgrat. Wo der Traktor in der Spur versunken ist, wächst das Kreuzgrat offensichtlich am Oberfesten. Das ist interessant. In dieser Spur, wo früher der Traktor versunken ist, hier ist das Kreuzgrat ganz stark. Also das heißt, wo mal zeitlang sehr feuchter Boden war. Läuft es aus. Das sind immer auch so Spuren.